Heute gibt's fantastische Pixel-Action in Speedrandale. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Danke fürs Anpassen der Kamera, werte Regie, dass wir wieder unseren Rücken strecken dürfen, wenn es wieder heißt Speedrandale hier auf Rocket Beans TV. Ja, ein erschreckend normaler Cold Open, aber ab und zu mal musst du auch mal gegen den Strom schwimmen. Ja, no? Das hat funktioniert. Aber doch nicht du, Gregor. Wir waren alle schockiert und das wiederum war ja eigentlich das, was du bezwecken willst. Ja, ja, genau. Das ist mein Anti jetzt, ja. Anti, unnormal ist normal. Ja. So gut wie es geht. Schön, dass ihr beiden wieder da seid. Mhm. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit euch natürlich gleich hier schön Speedruns mir anschauen zu können. Aber nicht nur mit euch, denn es muss natürlich auch jemand da sein, der uns Sachen zeigt. Und wen dürfen wir begrüßen? Hallo, ich bin der Rod. Und ich darf euch heute einen Speedrun zu Iconoclast zeigen. Ein 2D-Action-Plattformer. Genau, das ganze Spiel ist entwickelt worden von einer Person. Was es eigentlich sehr beeindruckend macht und das ist auf jeden Fall ist ein sehr, sehr bockiges Game. Ich spiele das Ganze in der Any% No Airswim-Kategorie. Und da spiele ich die Legacy-Route, weil der Hintergrund von der Kategorie war, die Any% hat einen Glitch, der es schafft, dass man 20 Minuten Speedrun hat und quasi alles vom Spiel überspringt. Mhm. Sagt man, startet und hat den Glitch und er ist beim Endboss, so nach dem Motto. Mhm. Und um mehr vom Spiel zu zeigen, hat sich die Community eben dazu entschlossen, eine zweite Kategorie ohne den Glitch einzuführen. Ah. Jetzt wurde aber letztes Jahr im Sommer ein neuer Glitch gefunden, der wieder so viel vom Spiel skippt. Jetzt fängt ihr von vorne an. Genau, und genau, aber ich möchte euch jetzt die alte Route zeigen, weil man mehr vom Spiel sieht, man sieht mehr vom Run und man sieht auch mehr davon, was das ganze Ding eigentlich ausmacht. Genau. Das scheint dir ja wichtig zu sein, ne? Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass dir es wichtig ist, dass die Leute das Spiel sehen und vielleicht auch sich der ein oder andere mal holt. Wir kannten es jetzt gar nicht so, du natürlich, aber du zählst auch nicht als normaler Mensch. Ich. Naja, ein bisschen schon. Ein kleines bisschen. Also, ich bin auch sehr gespannt auf den Run. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich bin mir bewusst, dass dieses Spiel existiert. Ich meine es sogar hier auf dem Sender mal kurz gesehen zu haben. Es könnte noch Kollege Andi gewesen sein, der es Let's Played hat oder gespielt hat hier. Aber ja, du, Rod, erstmal schön, dass du auch da bist. Und wir sind sehr gespannt für so einen kleinen Titel vergleichsweise, der nicht so direkt im Mittelpunkt steht, dass wir es mal kennenlernen und dass sie ja sein nächstes Speedrun-Spiel bekommt. Natürlich. Ich liebe 2D-Plattformer. Ja, ich bin mal gespannt, was du dann danach, nach dem Run sagen wirst. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es noch mal den einen oder anderen aktiven Runner geben würde, weil die Community schon am Überlegen ist, ob sie die Kategorie noch mal aufsplitten soll, dass die Legacy-Route ihre eigene Kategorie bekommt, damit die am Leben gehalten wird. Aber wenn es halt wenig aktive Runner gibt, dann, warum sollte man das dann machen? Auf jeden Fall in der TAS-Szene ist es relativ groß. Da wird es noch sehr viel verbessert und so. Und die, ja gut. Ist halt Test, ne? Das ja, ist auch sehr interessant. Nicht dasselbe, ja, aber wahrscheinlich verschiedene Leute, die das machen, unterschiedlich. Mhm. Ja, es sind eine Frage, bevor wir loslegen. Glaubst du, Leute, die Testbot-Runs programmieren, sind dasselbe, also vom Mindset wie Leute wie du, die halt Speedruns noch auf traditionelle Art und Weise erledigen? Oder ist das schon derselbe Menschenschlag? Ich glaube, dass es irgendwo schon derselbe Menschenschlag ist, ehrlich gesagt. Ich kann mir halt vorstellen, dass manche Leute halt einfach quasi über die Limitierung, die man als Mensch hat, einfach hinausgehen wollen, um zu sehen, was wäre denn theoretisch insgesamt möglich in dem Spiel, wenn man halt jederzeit das drücken kann, was gerade erforderlich ist. Und das Spiel ist wirklich eins, wo man sagen kann, das kannst du so dermaßen optimieren mit Tests, das ist abnormal. Ja, wenn mir die Test-Runs was gezeigt haben, ist es, dass es Zeit wird für eine offiziell lizenzierte Doping-Olympiade, ne, wo alle dann hingehen. um mal zu sehen, was maximal möglich ist. Ja, ne? Ganz offiziell. Auf eigene Gefahr. Die können getrennte Tableaus haben, wie bei den Test-Runs. Ne? Die haben getrennte Zeiten, also passt schon. Ja, dann gucken wir mal rein, oder, würde ich sagen. Genau, also wenn du bereit bist, kannst du gerne gleich den Countdown machen und wir starten. Du kannst uns gerne sagen, falls wir dir zu viel labern oder du dich konzentrieren musst, gib gerne Bescheid. Ansonsten werden wir ab und zu mal ein bisschen was nachfragen. Mhm. Okay, alles klar, ja, kein Problem. Ich habe gestern habe ich es auch bei dem Run schon mal geübt mit Hintergrundgeräuschen, sodass ich vielleicht nicht zu abgelenkt bin. Aber wird schon werden. Ja, das kriegst du hin. Genau,
Der Timer geht los, sobald ich hier den Standard-Mode bestätigt habe. In 3, 2, 1 und los. Okay. Let's go! Also, ja. Erstens mal Cutscenes überspringen. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir schon 100 Mal gesehen. Mhm. Genau, wir spielen Robin, eine kleine naive Mechanikerin. Das Problem sozusagen ist bloß, dass es gibt in dieser Welt den One-Concern. Und der ist quasi Regierung, Religion und Firma in einem. Und der kontrolliert alles und nur Leute, die zum One-Concern gehören, dürfen. Okay, das ist ein First, das habe ich noch nie vorher geschafft. Hey, das ganze cool. Hat noch nie vorher geklappt. That so. Never happened before. Mhm. Unser Motto. Haben nur wir. Geile Wumme. Das ist die Standardwaffe, die Stun Gun. Mit der kann man einen Charge Shot machen, was auch mit die das sozusagen das Fortbewegungsmittel Nummer 1 ist. Dieser Charge Shot gibt Robin nochmal einen kleinen Boost und wenn wir den mitnehmen ins Laufen, können wir quasi unsere Bewegungsgeschwindigkeit verbessern. Das bedeutet, wir wollen eigentlich versuchen, so oft wie möglich da so einen Charge Shot mit reinzubekommen, eben um unsere Geschwindigkeit zu erhöhen. Es gibt dann noch zwei andere Bewegungsmechaniken, die wir ganz oft ausnutzen. Das eine ist der Kill Jump, das ist, wenn ich einen Gegner töte, dann kann ich nochmal in dem kleinen Frame-Window, was dann aufgeht, nochmal drücken quasi. Mhm. Und dann habe ich nochmal einen Jump, einen kleinen. Und das andere ist ein Slope-Boost. Da können wir quasi einen Stomp, also wir können eine Stampfattacke und mit dem Stomp können wir auf den Slope drauf springen. Wenn wir von der wieder abspringen, kriegen wir wieder einen kleinen Boost, den wir mitnehmen können. So. Okay. So, was wir jetzt bekommen haben, ist die Wrench. Und die Wrench hat genau, die können wir einerseits können wir mit der angreifen und andererseits eben zu früh, Rätsel lösen. Mhm. Oh, komm. Genau, das ist eigentlich so mit so einer Kernmechanik hier. Okay. Das ist quasi der Schraubenschlüssel, den man für bestimmte Schalterrätsel und sowas braucht, ne? Ja, genau. Da kommt später auch noch was dazu. Man wird die auch noch aufladen können dann mit Elektrizität und da kommen dann nochmal zusätzliche Sachen dazu, genau. Okay. Es wird auch noch andere Waffen geben, also andere, ups, gut geklappt. So. Natürlich schön, wenn die Gegner mitten im Weg stehen. Es sieht sehr schön aus, das Game. Ja, doch. Na, komm. Sehr. So, hier. Wie bist du denn dazu gekommen? Das war zum Beispiel ein kleiner Slow. Also hast du es vorher normal privat gespielt oder hast du explizit nach einem Speedrun-Titel gesucht? Beides, ehrlich gesagt. Mir wurde das vorgeschlagen vom PlayStation Store, lustigerweise, als Empfehlung. Und ich habe mir den Trailer angesehen und habe mir gedacht, das sieht nach was aus, was mir gefällt. Habe das privat gespielt und habe beim Spielen schon festgestellt, da kann man was draus machen sozusagen, weil man mir selber beim Spielen schon aufgefallen ist, dass man bestimmte Sachen einfach, ja, überspringen kann. So, die Backup-Strategie, die funktioniert jetzt hier nur so semi-gut. Ja. Sei nicht so. Nee. Okay, nochmal. Jetzt. There we go. Was? Das sah jetzt nicht aus, als ob das möglich wäre. Aber es ist wahrscheinlich ja, es ist sehr, sehr knapp. Also es geht wirklich nur, wenn man am obersten, also direkt am Peak vom Sprung, den Booster zündet, dann geht's. Mhm. Normalerweise soll man auch eher den Killjump machen vom Gegner aus. Aber da muss ich sagen, ich bin mittlerweile so geübt in der Backup-Variante. Okay, sah jetzt gerade nicht so danach aus, aber weil der normale Kill, der funktioniert irgendwie nicht so ganz, keine Ahnung. Ja. Hat sich eigentlich mal der Macher über die Speedruns zum Spiel geäußert? Weil wenn nur eine Person jetzt so da dran sitzt, dann hängt man ja an jedem kleinsten Pixel oder jeder kleinste Sprung, der da gemacht wird. Und dann geht das einem natürlich noch mal ein bisschen persönlicher, wenn die Leute so ein Spiel auseinanderfinden. Absolut. Ne? Ich würde es als Ehrung empfinden, wenn jemand mein Spiel so intensiv spielt, auf jeden Fall. Dann machen wir die Vanilla-Variante. Nach einem schweren Trick aus. Ja, er ist halt ein bisschen Timing intensiv, aber naja, bevor ich jetzt halt hier zu viel Zeit an dem Trick verwende, dann mache ich halt einfach kurz eine Vanilla-Variante. Ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt sich's halt auch einfach nicht mehr.
um nochmal Gregors Frage hervorzuholen, hast du, weißt du, wie der Entwickler auf Speedruns reagiert? Gibt es da Infos oder ist das ein großes Mysterium? Der Entwickler ist quasi mit auf dem Discord, wo auch die, also der Game Discord hat auch die Channel für die Speedruns drinnen. Und er hat auch sich speziell mit Speedrunnern zusammengetan, als er damals die Demo rausgebracht hat zu dem Spiel. Das war ihm wichtig, weil er wollte einen bestimmten Flow kreieren für das Spiel. Und da hat er sich eben an Speedrunner gehalten und deswegen haben wir hier bestimmte Möglichkeiten. Geiler wie zum Beispiel, dass wir nur, man muss quasi nur in eine Richtung halten und wenn der Gegner oder was wir treffen wollen in einem Winkel ist, dann wird Robin den Winkel automatisch einnehmen. Also wenn er im 45-Grad-Winkel von rechts ist, dann schießt sie den automatisch ab, ohne dass wir da speziell hinschießen müssen. Das ist immer nice, wenn die Entwickler sich zusammen mit den Speedrunnern zusammentun und Sachen optimieren. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Gerade können sich einige mal eine Scheibe abschneiden. Nintendo! Gerade die Flow-Geschichte eben, ne? Also, dass ein Speedrunner weiß eben, okay, wie bringt es dann so eine flüssige Bewegung durch so ein Spiel so zu garantieren? Und das kannst du ja auch auf normale Spiele in Anführungsstrichen dann ableiten. Mhm. Genau. Wir werden jetzt festgenommen, weil wir eine Wrench haben, die wir nicht haben dürfen. Oh nein! Das hat große Probleme für das, für den Bruder von ihr, dessen Haus wird jetzt ziemlich in die Luft gesprengt. Okay. That escalated quickly. Ja, also dem wird auch noch alle möglichen andere Sachen werden dem passieren. Der hat am Ende des Spiels überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts. Verständlicherweise. Aber hier ist mein neues Auto. Nein. Ach, du hast jetzt eine richtige Party, hä? Aus mehreren Charakteren. Oben rechts. Ja, der muss sich kurz konzentrieren. Ja, ich muss ganz kurz mitzählen. Und zwar 2, 3, 4, 5, 6. So, hier ist es so, jeder siebte Schritt, den man macht, macht so einen Squeak-Sound und der, damit entdecken sie einen und man soll quasi unentdeckt da rauskommen. Mhm. Es ist egal, ob man schießt oder irgendwas anderes macht, das interessiert ihn nicht, aber dieser Squeak-Sound, der macht sie fertig sozusagen, der geht gar nicht. Ja. Kannst du was zur Story sagen? Weil das ja eigentlich bisher so klingt, als wäre da auch was dahinter. Als wäre das jetzt nicht nur ein Jump'n'Run. Ja, da ein bisschen. Definitiv. Ach, hast du schon gesagt, sorry, dann habe ich das kurz. Der Konzern, die Religion und alles ist und wir versuchen die natürlich zu stoppen. Okay. Ist doch klar. Ja, versuchen wir. Also, wir haben jetzt den Endboss geskippt. Es gibt hier nämlich einen Glitch, wo man lange dachte, dass er mit einer kleinen Cutscene zusammenhängt, die man gerade gesehen hat. Wenn man quasi zu weit nach links läuft, wird man aufgehalten und wieder zurückgeworfen. Und das Ding ist aber, dass die Tester mittlerweile herausgefunden haben, dass es nicht an der Cutscene liegt, sondern an der Position. Robin wird da auf eine bestimmte Position gesetzt. Hm. Und an der Position, wenn man Waffenwechsel plus Wrench drückt, aktiviert man den Glitch, mit dem man bei Endboss vorbeigehen kann. Okay. Und dieses Air-Swimming wäre jetzt sozusagen, wenn du es aktiviert hättest, würdest du einfach so durchgleiten? Oder wie muss ich mir das vielleicht vorstellen? Du willst es ja nicht zeigen, weil du ja einen anderen Run fährst, aber vielleicht kannst du es ja erklären. Nee, im Endeffekt ist es so, dass man mit Air-Swimming kann man out of bounds gehen und kann relativ früh auf den Transporter zugreifen, auf den Fast-Transport und kann sich damit dann eben an zwei wichtige Punkte ranholen, die man im Spiel später braucht. Weil es gibt quasi zwei Items, die man unbedingt braucht, oder ein Item, das man unbedingt braucht, um den Endgegner zu besiegen. Mhm. Und das ist die Electrical Wrench. Und man kommt quasi hierher in die Wüste, macht den Glitch, geht ein Gebiet weiter, holt die Electrical Wrench, geht zum Boss und ist dann fertig sozusagen. Und das Ganze ist halt hauptsächlich out of bounds, sodass man als Zuschauer halt auch nicht viel sieht davon. Okay. Und das war halt dann so, ja. Also, es ist. Ich finde es verständlich, dass es die Kategorie gibt, ehrlich gesagt, weil es ist halt wirklich so, für Zuschauer ist es halt nicht sonderlich spannend. Ja, ich finde es auch schön, dass wir ein bisschen mehr vom Game sehen können. Absolut. Ich finde es aber auch lustig, dass so, das ist so der Vibe, when speedrunning goes too far oder so. Wenn irgendwie, wenn sie das Spiel zu sehr brechen, so dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht, zuzugucken. Das finde ich schon irgendwie sehr interessant, dass das so ein selbstregulierendes System in der Speedrun-Szene ist. Ja, es kommt halt auch immer auf die Beliebtheit vom Spiel, glaube ich, an. Ne? Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein Spiel sowieso schon in- und auswendig kennst, dann guckst du dir alle möglichen Kategorien an. So, da sind auch
So kurze Kategorien, ja, ganz okay. Einmal ist es ganz spannend, wenn du was hast, was wirklich so super viel spart. Ne? Mhm. Final Fantasy 1, 3 Minuten lang die Treppe hochgehen und schon wird der Abspann getriggert. Ja. Oder Ocarina of Time aus der Location Bomb und du siehst, nach 15 Minuten kommst du in den Endboss-Raum. Aber dann natürlich nicht auf Dauer, um sowas zu geben. Deshalb gibt es eben die Kategorien, die All Bosses und was auch immer. Ja, richtig. Ja, also man muss ja auch zum Beispiel, kann man auch an Metroid denken, wo es bestimmte Prozentangaben für bestimmte Kategorien gibt. Mhm. Man braucht genau 8% oder so, um die zu schaffen. Also sowas kann man sich da auch vorstellen. Ja. Oh, bei Metroid immer nur die Kategorie Shave the Animals. Die hatten eh schon zu viel Haare. Shave the Animals. So. Na komm. Ah, okay, wunderbar. Es gibt einen kleinen Glitch, den Fast-Text-Glitch. Der lohnt sich sehr, also über die Länge des Runs, weil es einfach viel schneller ist als Mashen. Den möchte man eigentlich immer haben, wenn es geht. Ah, jetzt machst du hier Fahrstuhl. Genau. Aber irgendwas, ich sehe nur oben links, Kreis plus Dreieck gleich schlecht. Mhm. Ja, genau, dann würde das explodieren. Also das ist das, was man machen muss. Man muss quasi die Kisten auf die richtige Stelle bringen und man darf Kreis und Dreieck nicht mischen, sonst explodiert es. Genau. Aber wir werden auch gut gewarnt davor. Ja. Das sieht nach einem Rätsel aus, das ich auch machen könnte. Ja, es ist auch, es hat zwar, wenn man will, so ein paar Anleihen an Metroid oder Metroidvanias, aber die sind komplett optional eigentlich. Also das Spiel an sich ist sehr straightforward. Mhm. Ich sag jetzt mal eine Anmerkung dazu, wie das designt ist. Ist auf jeden Fall bestimmt so vom Entwickler dann gedacht gewesen. Nicht nur die Form der Kisten, was drauf ist, sondern auch die unterschiedliche Farbe. Du hast ja auch farbenblinde Leute, die das spielen. Also hast du nicht nur nach Farbe machen können. Das ist aber so Farbe und Form, die anders ist. Kannst du hinspringen, oder? Ich muss sagen, die Welt an sich gefällt mir schon, da würde ich gerne leben. Da die Häuser sehen cool aus, große Fenster. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so dystopisch ist oder ob ihr vielleicht einfach nur die Leute nicht verstanden habt. Es ist, vielleicht ist die Welt schön, aber deine Aktien haben sehr viel an Wert verloren oder so. Aber du hast doch den Schraubenschlüssel, was willst du denn noch? Offensichtlich kannst du alles damit machen. Ja, ohne den geht's gar nicht. Ja, es ist so in der Welt, dass in der Erde gibt es einen Stoff, Ivory, der auch im Deutschen mit Elfenbein übersetzt wurde, was seltsam ist, aber gut. Und der ist quasi Energieträger für alles. Allerdings verwendet der One Concern dieses Ivory, um nicht nur um die Städte mit Strom zu versorgen, sondern halt gleichzeitig auch noch um ihrem Gott auf dem Mond quasi dieses Ivory zu geben. Logisch. Okay. Genau, und dadurch wird der Planet immer mehr ausgebeutet und die, es tun sich halt Löcher im Boden auf und so, wo die Erdkruste halt einfach zusammenbricht. Ja, der Livestream. Genau, und ne? Das ist Netz. Ah, der Final Fantasy Livestream, nicht der andere. Genau, das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem. Und jetzt gibt es natürlich auch das Naturvolk, das sagt, wir sollten alle wieder zurück zu der Naturenergie sozusagen. Und und sind die deshalb Terroristen geworden? Und lassen die halbe Welt explodieren? Sie werden als Terroristen angesehen, ja. Mhm. Ah. Genau, sie werden als Terroristen angesehen. Ökoterrorismus. Free Quarto. Irgendwie finde ich das sehr interessant. Ich habe das irgendwie noch nie gesehen mit diesem Schraubenschlüssel, so dass man den Elemente im Level so häufig manipuliert wie hier. Ich finde das irgendwie ganz cool, ja. Der Allzweck-Schraubenschlüssel, ne? Sonic Screwdriver. Außer bei Holz. Ja, bei Sonic wäre es vielleicht so diese Wirbelanimation, diese Drehanimation, mit der du ja auch Sachen manchmal aktivieren kannst. Ach, die Endbosse sind irgendwie so, weiß nicht, sind originell. Es sieht generell alles sehr cool aus, halt nicht. Sagst du mal, so eine Person in der Spieleentwicklung hast ein Talent als Grafiker, als Musiker, solche Projekte, wo. Stimmt, das ist ja wirklich nur eine, ne? Na, ich hätte jetzt nicht das als Ein-Personen-Projekt dann angesehen. Ja, auch nicht. Na, nicht, dass andere dann auch schlechter und so weiter sind, aber du siehst dann in einem gewissen Bereich dann immer eine besondere Stärke. Richtig. Na, und hier sieht das eigentlich alles aus einem Guss aus. Na, der Entwickler hat den Nachnamen Sandberg und der ist verwandt mit dem Regisseur von Shazam. Ah, okay. Und im Abspann sieht man auch Special Thanks zu einer bestimmten Firma, die eben so Key Animations und so weiter macht und so. Also ich glaube, dass er da durchaus Ressourcen hat, wo er drauf zugreifen kann. Aber muss auch sagen, das Spiel hat, glaube ich, 11 Jahre gebraucht, bis es fertig war. Wow. Also ja, allein so lange an was dranbleiben.
Ja. Es gibt eine Menge Beziehungen, die nicht so lange aushalten. Ein Glück, dass er das nicht über Kickstarter gemacht hat, sonst müsste er jetzt noch eine Vita-Version machen oder für die Wii U. Oder war das Kickstarter? Shit. Weiß natürlich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es erst mitbekommen, als es schon gab. Okay, das ist also das Problem von solchen Sachen wie Bloodstained gewesen oder so, ne? Mhm. Angefangen als noch, ja, klar gibt es eine Wii U-Version. Mhm. Oder dann, mach ich ein Number 9 und dann will keiner mehr haben. Ja. Ich habe da gerade einen kleinen Zip gesehen. Ist das richtig oder habe ich mich da verguckt? Inwiefern? Ja, du hast bist auf, von der einen Seite zur anderen kurz teleportiert, als du durch den Tunnel gegangen bist. Oder habe ich mich da nur verguckt? Eigentlich ist es kein Teleport. Also es gibt, wenn man durch so kleine Tunnel geht, gibt es eine Technik, die heißt Fast Crawl. Mhm. Die funktioniert, indem man in dem Moment, wo sie in die Kriechanimation geht, man springt, dann hat man quasi die normale Laufgeschwindigkeit in diesem in der Kriechanimation sozusagen. Ah, okay, das war es dann wohl eben, was ich gesehen habe. Genau. Das Wichtige bei dem Spiel ist auch, dass man Inputs buffern kann. Das heißt, wenn ich quasi kurz bevor ich auf den Boden komme, nochmal drücke, dann springt sie sofort wieder hoch. Okay. Und das ist auch wichtig für ein paar Glitches später. Komm jetzt mal hin. Hat der Helikopter Fäuste? Ja. Ist aggressiv. Helikopterboxen, das kann ich mir für ProSieben mal vorstellen. Oho. Das ist meine Stefan Raabs Helikopterboxen. Ja, ich will es sehen. Ja, aber auch das Parken ist dann einfacher. Der kann sich irgendwo an der Häuserwand festhalten dann. Super gut. Was ein Trottel. Also da war jetzt gerade einer oben ohne mit dem Hut und einem Buch, ja? Ja. Nur damit wir ja, das alle dasselbe sehen. Das muss doch irgendeine Anspielung sein an Apocalypse Now oder irgendwie sowas, ne? Oder Dr. Seltsam Style geht auf eine Bombe dann gleich drauf. Ja. Yippie-ki-yay. Oh 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 oh. Gar kein Stress. Sah ein bisschen knapp aus. Muss so sein. Das ist einfach ganz normal. Wir tanken den Damage von dem Helikopter, um quasi möglichst nah dran zu bleiben, um mit der Wrench angreifen zu können. Ist auch wichtig, wenn wir quasi uns ducken. Während wir getroffen werden, werden wir nicht so weit zurückgeworfen und dann können wir konstant dranbleiben. Es klappt. Es geht sich immer ganz gut aus eigentlich. Na komm, sei nicht so. Er hat eine Trump-Frisur. Ja, das ist jetzt ein Vatertraum. Der Vater von ihr ist. Es müsste gestorben sein, genau. Und sie möchte quasi ein bisschen in seine Fußstapfen treten, weil er auch Mechaniker war. Mm. So in die Richtung geht es. Den Zauberschraubenschlüssel dann am Ende haben. Sinnlose Trivia noch mittendrin: Helikopter, griechisches Wort, der Lichtschneider. Oh, wirklich? Helios. Sonne, ja. Das Licht, ne? Und Kopter. Nice. Ja, schneiden. Ergibt richtig Sinn, so, wenn man drüber nachdenkt. Die Griechen. Ja, ja. Was sie alles, nicht alles erfunden haben. Was? Ja. Selbst Lego haben sie erfunden. Selbst mich haben sie erfunden, ja. Und dann haben sie die Fertigungsschale zerbrochen. Sagt man das nicht so, oder? Das ja, so, ja. Das ist ein schlechtes Tinder-Profil. Yeah. Threw away the mold. Ja. Ja. So. Jetzt sind wir in der, was wird's? Danke. In der, quasi in der Stadt der Ökos, könnte man sagen. Mhm. Und das Geheimnis bei der Stadt ist, dass die Stadt immer woanders ist. Die hat quasi so einen Schutzgott. Und dieser Schutzgott, mit dem kann man quasi den Eingang verdrehen, sodass der Eingang immer woanders ist für die Stadt. Das ist der Unkonstanz. Erinnert dich das, Simon, gerade? Na, zum einen an sowas wie Another World, aber zum anderen haben wir auch ein, zwei andere Spiele schon gehabt, die auch so typische Unterwasserwelten, ne? Mit Tunneln. Du sollst nicht Mermaid jetzt sagen, oder? Little Mermaid würde mir auch noch einfallen, aber ich dachte jetzt eher an sowas wie Mega Man-Teil oder es gab, wir haben sicherlich. Ich dachte Cyber Shadow jetzt. Ja, das war Cyber Shadow. Cyber Shadow hatte gar keine Wasserpassage. Nee. Das war The Messenger. Ja, okay. Ich habe die beiden jetzt verwechselt. Die Farbgebung aber. Ja, aber ich hatte wirklich gerade hier so Another World Flashbacks wegen den Auftauchen. Finde ich auch. Schnell. Genau.
Das war ganz nett. Mal Luft holen. Ja. Hast du denn, spielst du also aktuell auch andere Titel, sag ich mal, für Speedruns oder bist du da völlig dem Spiel verfallen? Und, oder hast du so mehrere? Ich sag mal so, es ist tatsächlich der erste Speedrun, den ich angegangen bin. Oh. Und ich habe mir jetzt erst überlegt, quasi, welche Spiele ich denn noch runnen könnte. Mhm. Genau, und weiß ich nicht, sowas wie zum Beispiel das Wind Waker Remake, Wind Waker ist ja schon das Link to the Past Remake, finde ich eigentlich ganz interessant. Celeste fände ich super spannend als Speedrun, muss ich sagen. Ja. Das hatten wir, glaube ich, sowas noch nicht, oder? Celeste hatten wir vor langer Zeit mal, ja. Ah, okay. Ja, weißt du natürlich, ne? Komm einfach rüber, melde dich, wann immer du Zeit hast dann. Mhm. Ich kann ja Mega Man Speedruns empfehlen, die machen sehr viel Spaß. Mega was? Kenne ich nicht. Oder Rockman, ich sehr gerne. Rockman kenne ich. Ja. Ja. Dennis Rockman. Ja, genau. Der berühmte Golfspieler. Oh nein. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt durch die, eben durch Speedrun-Dale so ein bisschen Zugang auch zu Speedruns gefunden habe. Ach, haben wir alles richtig gemacht. Ja. Vorher, ich meine, klar, man kennt Speedruns, aber für mich war es immer so ein, ja, okay, die machen das Spiel kaputt, teleportieren sich zum Endboss und dann haben sie es durchgespielt. Und man weiß halt oft nicht, was dahinter steckt. Und gerade weil halt die Runner immer erklärt haben, was sie auch machen und so. Und finde ich echt cool, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war es halt, wo man gedacht hat, so komm, das kannst du auch mal machen. Ja, finde ich cool. Und jetzt sitze ich hier. Wollte ich ganz sagen, jetzt motivierst du irgendwelche anderen Leute, dass man es ja scheinbar lernen kann. Mhm. Ja. Und wir sehen noch ein Spiel, was wir wirklich noch nicht so häufig hatten. Also. Ja. Oh. Zurück nochmal zu der einen Frage. Du hast jetzt auch andere Charaktere. Also du hast ja eine richtige Party da. Warte, mach erstmal den Trick. Benutzt du die anderen Charaktere auch noch oder? Nur bei bestimmten Events sozusagen. Okay. Okay. Die sind zwar dabei. Das Wichtige ist, es gibt quasi im Hintergrund so ein Buddy. Na komm. Buddy-System, sodass man quasi eine. Na, was ist da los? Die Wände umarmen, das kenne ich aus dem Messenger. Jetzt ja. Okay, sehr knappes Timing, ja. Eigentlich geht jetzt, ich habe es gerade einfach nur total versaut. Muss man ehrlich mal so sagen, es ist nicht so knapp, wie es aussieht. Die Gegner, die hasse ich wie Pest. Die schießen wir dann, wenn ich es nicht gebrochen kann. Doch, aber ich kann total gut verstehen, dass gerade hier so ein Testboard interessant ist umzusetzen, weil man eben wirklich sich fragt, okay, all diese kleinen, ne, diese kleinen Pausen, die man da hat als Mensch, wenn man die wegnehmen würde. Ja, ich glaube, man kann das Spiel verdammt gut optimieren mit Movement und so. Ja, plus, du weißt ja auch nicht zu 1000%, wenn du selber spielst, wo fängt die Hitbox an, wo hört sie auf, die kann auf einmal durch Wände springen, was ist hier los? Ja. Ah, es sieht so auch schon sehr cool aus, wenn es mal float so. Mhm. So, wir haben uns jetzt ein Ding geholt, eine Erweiterung sozusagen, mit der wir jetzt eine bestimmte Fähigkeit dann gleich bekommen, den Dodger. Den brauchen wir für bestimmte Skips und so dann später noch, noch so allgemein. So. Das ist auch ganz nett, Moment, aber auch nur, wenn ich es richtig mache. Jetzt ab. Eigentlich darf man an diesen Statuen keine Perks machen, sondern nur Perks ausrichten. Aber es gibt einen kleinen Shortcut, mit dem man das als trotzdem machen darf. Ich glaube, das ist auch nur für die Speedrunner drin, ehrlich gesagt. Hm. So, jetzt können wir zum Beispiel hier fast quer durch Wände schwimmen, weil wir mit dem Dodger ins Wasser geflogen sind und deswegen unsere Hitbox kleiner ist. So. Zu viele Rätsel, ich wäre da total überfordert. Sei froh, dass du immerhin nicht wie bei so einem Deus Ex die 8 Millionen Nummern merken musst. Die Türen. Nummern merken ist die eine Sache. Das geht sogar noch. Das Routing geht eigentlich bei dem Spiel tatsächlich. Ja, sicher. Also wenn man's gespielt hat, natürlich schon. Aber sowas ist halt für mich immer der Nemesis. Ich hänge immer bei solchen Games immer am längsten an die Rätsel. Aber das Movement ist sehr geil hier in den Games, das sieht man schon. Das ist auch das, was das ausmacht tatsächlich. Also. Mhm. Und das ist auch das, was am meisten Zeit reinholt. Also muss man auch sagen, der Weltrekord oder der ehemalige Weltrekord für die Route, was der da noch alles rausgeholt hat, nur durch Movement. So, jetzt machen wir einen Zip. Wenn es klappt. Nein. Mach komm. Jetzt haben. Yo, oh, nice.
So. Siehst du, wenn du das kannst, kannst du auch Mega Man spielen. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar schon mal reingeschaut, aber... Das gefällt mir. So, Double Skip. Müssen wir nachher nochmal machen, um den Miniboss zu skippen. Muss man nicht unbedingt machen, man kann einfach den Miniboss machen, spart sich halt Zeit, aber auch nur, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann ja, okay. Auch genauso gut den Boss machen können. Das Problem ist nur, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Skip nochmal zu machen, muss man ihn machen. Weil es gibt dann keinen Weg außenrum. Ups, ein bisschen zu langsam oder zu schnell. So. Wir holen uns noch hier oben eine Truhe. Ivory. Weil wir wollen dann nachher noch einen Perk uns machen. Womit wir ein bisschen schneller laufen. Dass halt, selbst wenn wir mal den Ding verkacken, den Gun Boost, wie jetzt zum Beispiel, dass es nicht mehr ganz ins Gewicht fällt. Also die ganzen Perks, die kannst du selber basteln in den Game, ja? Genau, ja. Du brauchst halt, du musst halt die, den Blueprint sozusagen finden. Und dann halt noch eben die, Materialien wahrscheinlich. Ding dazu, die Materialien, genau. Ja. Wörter, schwierig. Ja. Ah, okay, diese Drohnen fliegen in die herumstehenden Roboter rein und übernehmen die. Okay. Genau, ja. Auch cool. Ist so ein bisschen so. Super Metroid? Oder? Ja. Ne? Ach Gott, ich weiß es. So. Ja, das ist Cyber Shadow. Schön durchtauchen. So, dann machen wir hier nochmal das. Na? So, jetzt. Genau. Und zwar Fleetfoot holen wir uns jetzt noch. So. Das Wichtige ist auch, dass ich den jetzt halt aktuell noch nicht aktiviert habe, weil ich getroffen wurde, da werden die quasi deaktiviert. Und erst wenn ich Gegner töte oder Rätsel löse, bekomme ich hier diese kleinen... wieder zurück. So, also ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein und wir versuchen nochmal den Fish-Skip und schauen mal, ob der klappt. So. Okay, so nicht. Do it! So. Ah, verflucht. Oh. Okay. Das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt wieder zwei Räume weggehen müssen, damit die Gegner respawnen. Okay. Ah. Sonst, ein Raum reicht nicht, man braucht quasi zwei. Und das kostet halt Zeit, wenn man da die ganze Zeit hin und her rennen muss. Aber jetzt haben wir committed, jetzt... Jetzt müssen wir. Genau, jetzt müssen wir. Ja, nein. Da hat es jetzt auch gerade einen kleinen Hänger gegeben, das fand ich nett. Das fand ich nett. Genau. Okay, ich hab noch eine Alternative, was später dann ein bisschen mehr Zeit kostet, aber sollte das jetzt wirklich partout nicht klappen, kommen wir auf jeden Fall weiter. Das ist jetzt kein Stopp. Es würde halt später uns mehr Zeit kosten, aber das können wir schon schaffen trotzdem. Jawohl. Yeah. So. Sehr gut. Tür zu, Tür auf, Boss da, mir egal. Tschüss. So, ich hoffe jetzt, dass das passiert, was ich mir wünsche. Später müssen wir nochmal durch den Raum, da ist der Boss dann nochmal da und vermischt sich mit einem anderen Boss und das ist dann, finde ich, sehr witzig eigentlich. Aber das werden wir dann sehen. Es ist alles nicht so schwierig, wie es klingt. Schön, dass du da durchdashen kannst. Er muss nur schauen, weil der I-Frame ist nur am Anfang von der Rolle und am Ende von der Rolle kann man schon wieder getroffen werden. Und das ist dann immer ein bisschen, mal schauen, dass das Timing passt. Oh, knapp, aber passt. Oh, diese Block-Puzzles. Ich wäre verzweifelt hier. So, nächster Endgegner, Inti. Sieht cool aus. Eine Tiki-Statue. Mhm.
Das ist die Mechanik, mit der die ihre Stadt wegschieben können, quasi an eine andere Stelle. So. Ah. Und hier können wir jetzt auch den anderen Charakter spielen, so ein bisschen hin und her tauschen. Ah. Das passiert aber in dem Run nicht allzu oft. Das erinnert mich irgendwie an Pro Protector so ein bisschen, ne? Wo der Kopf und die Hände rauskommen. Du hast recht. Nur halt nicht so böse. Ja. Er hat selber schon Hände neben seinem Kopf, zwei kleine grüne, und hat aber nochmal zwei Hände, die dann nebendran hängen. Hm, Ersatzhände. Sieht aus wie seine Ohren eben, aber es sind seine Hände. Oh, erste Phase vorbei. Nächste Phase. Oh, jetzt kommt der Roboter-Skelett runter. Aber das ist jetzt halt wirklich nur noch... Also, jetzt ist der Boss eigentlich schon durch. Jetzt ist es nur noch nach oben halten. Oh, die hat eine Pumpgun, der andere Charakter. Ja. Geil. Und noch einer. Und da. Okay. Welche ist er? Haben wir eigentlich schon über deine PB gesprochen? Hast du schon gesagt, wie weit du bist, theoretisch? Also was so deine guten Zeiten sind? Ich, meine PB ist, die habe ich letzten Montag aufgestellt, 1:24:16. Sehr geil. Und zwar unter 20, also und 20, wenn man nur diese Air-Swim-Technik benutzt, meintest du vorhin, ne? Genau, wenn man nur die Air-Swim-Technik benutzt, spart man dann enorm viel, ne? Aber dann sieht man halt auch nichts vom Geld. Ja, ja, ich meine ja nur einfach interessant, wie viel man abkürzen kann. Ja, wenn das so Hausaufgaben in der Schule wären, dann würde ich es so machen. Ja. Speedruns in der Schule, das wäre der Hammer gewesen. Da hätte ich mich richtig engagiert. Ja, das wäre toll, ja. Er braucht schon Mathe, lieber Speedruns. Ja, ich hab den Stochastik-Skip gemacht. Ja. Brauchte das gar nicht, um das Buch zu beenden. So ähnlich war es bei mir, als ich bestimmte Fächer abgewählt habe. So. Nicht schlecht. Nichts gelernt und dann beendet. Gut. So, der zweite, der andere Gegner ist auch noch da, der ist ein bisschen irritiert. So. Oha. Denkt sich, ich bin dran, oder? Eigentlich müssen wir uns nur mit dem einen beschäftigen, aber nachdem wir nur warten müssen, bis wir den Raum durchquert haben, ist das nicht so schlimm. Wenn irgendein anderer Gegner noch dabei ist. So, hier können wir jetzt den restlichen Kampf komplett skippen. Wenn wir es zu einem richtigen Zeitpunkt schaffen, schauen wir mal, ob es klappt. Habe ich bisher erst einmal geschafft. Bei meiner PB natürlich. Let's go. Ah, ein bisschen zu spät, leider. Schade, den Frame nicht ganz erwischt. Also es ist wirklich ein Frame, oder ich glaube zwei verschiedene Frames, die liegen aber ein bisschen auseinander, wo man quasi in den nächsten Raum gehen muss, dann kriegt man diesen Skip. Mm. Es gibt aber auch einen Guide zu dem Spiel, oder zum Speedrun besser gesagt, und da heißt es auch, man soll sich nicht darauf verlassen, dass man den Skip bekommt, sondern lieber lernen, okay, wie man den Endgegner macht, weil man würde ihn halt öfter machen als nicht machen. Du hast da gerade auch gepausbuffert und trotzdem scheint der echt schwer zu sein, ne? Ja, also man pausbuffert im Endeffekt, um den Frame zu erwischen, einen bestimmten Frame, weil man danach in die in den Raum geht, aber da bin ich nicht erwischt. So, und das war es eh schon. Also man spart sich so 50 Sekunden ungefähr. Also von daher ist es vertretbar, wenn man es mal nicht erwischt, ist das schlimm. Aber wenn man halt mit... War aber auch ein cooler Boss, so mit dem Laserauge und so. Ja, auf jeden Fall. Das war Agent White, glaube ich, ist der. Es gibt von Agent One Kano. Concern. Genau, von One Concern gibt es halt Agents, die ja dafür eingesetzt werden, dass quasi Ruhe herrscht auf der Welt. Genau, und die haben halt bestimmte Rechte und können halt einfach auch mit Gewalt durchsetzen, wenn es sein muss. Von denen werden wir noch das ein oder andere Mal was sehen. So, und jetzt haben wir gleich das Item, das man unbedingt für den Boss braucht. Ohne das geht's nicht. Wir haben zumindest noch keine Möglichkeit gefunden. Sobald wir hier die 13 Soldaten erledigt haben, die hier herumschwirren. Danke. So, schauen wir mal, ob du auch gleich rauskommst. Ja, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Double Kill bekommen. Leider nein.
der ist komplett random. Selbst die Tassa haben noch keinen konsistenten Ansatz gefunden, wie man diesen Double Kill auf jeden Fall bekommt. Hm. Also ich will quasi mit einer Rakete die beiden, ja? Genau, ja. Geht einfach. Keine Ahnung, woran es liegt, ehrlich gesagt. Also es ist auch nicht so, dass man, wenn man zu einer bestimmten Zeit den Raum betritt, das dann immer klappt. Das ist einfach, ja. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass du einen Raketenwerfer bekommen hast. Ja, das ist der... Ich habe vorhin ja die Bombe... Ja, die Bombe eingesammelt. Aha. Und die, wenn ich charge, aufcharge, dann kriege ich einen... Ah. Oh, ich habe einen Raum vergessen, sehe ich gerade. Ja, ja, ich muss nur noch kurz zurück. Einen Raum vergessen. Gut. Genau. Und zwar hier links noch. Ha. Zack. Karte brauchen wir nicht. Er braucht schon. Jetzt hat. Und jetzt bekommen wir die Electric Wrench. Mit der können wir dann. Können wir dann noch zusätzlich ein paar Sachen machen. Jetzt können wir unsere Wrench quasi elektrisch aufladen. Und, jetzt musst du nicht mal selber drehen. Mhm. Ja doch, ich muss sie drehen, damit ich sie auflade quasi. Ah. Du musst was anderes drehen. Gibt's eine Story, das habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt, dieser Mond im Hintergrund, der so kaputt ist, hängt das irgendwie mit einem zusammen oder ist das einfach nur Optik? Weil irgendwie finde ich das interessant. Das hängt auch mit der Story zusammen. Weil da oben weil der, meint, also der Mond wird gefüttert mit dem Kram von der Erde. Ne? Der Gott liegt da irgendwie. Genau, der Gott lebt, den sehen wir auch später noch. Der kommt auch noch vor. Der knuspert immer ein bisschen so vom Mond. Ja, ist der Hunger, ne? Der Mond ist ja auch aus Käse. Stimmt. Oh. Und der Gott ist der Hase, ne? Usagi-chan. Ich denke da eher jetzt an Wallace und Gromit. Das ist ja diese Folge, wo sie zum Mond kommen, ja, ja, weil der aus Käse ist. Ja, ja, ne? Ja, genau. Wo sie sich Cracker mitnehmen. So, die, also wir sind nur deswegen so schnell. Genau. So, das war jetzt ein Quantum Leap. Wenn wir mit Hilfe von dem Dodger durch eine bestimmte Transition springen, wo der Bildschirm weiß wird, das bedeutet, wir ändern die Map. Wir sind nicht mehr in der gleichen Map, sondern wir werden auf eine andere Map teleportiert. Mhm. Und wenn wir da den Dodger verwenden, können wir out of bounds gehen und dann versucht uns das Spiel auf die letzte grounded Position zu setzen, die wir noch hatten. Mhm. Und das war dann eben quasi die aus dem vorherigen Bildschirm. Und diese grounded Position übersetzt er dann einfach auf den... ich speichere hier mal ganz kurz, weil jetzt kommt ein Trick, den wenn ich verhau, dann müsste ich quasi den Run von vorne anfangen. Das möchte ich nicht. Genau, den sehen wir jetzt gleich nochmal, diesen Quantum Leap. Am Ende gibt es nochmal einen Quantum Leap, da wird der Screen relativ lange schwarz-weiß flashen. Mhm. Ich sag da nochmal Bescheid. Genau, und zwar hier ist es so, wir gehen quasi hier, wir laden unsere Waffe auf, weil dadurch der, die Transition ein bisschen länger dauert. Wir springen hier rein. Und jetzt befinden wir uns out of bounds und hier sind wir bei dem Fast Teleporter quasi, wo wir mit Airswim quasi schon vor der ganzen Geschichte hätten reinschwimmen können. Okay. Moment, einmal zu viel. Dahin will ich. So. Und jetzt sind wir im Fast Travel. Und jetzt kommt gleich der Moment. Nice aus. So. Okay, jetzt nicht versemmeln. Kann an die weg und geklappt. Das Wichtige ist nämlich, dass hier oben wird eine Cutscene abgespielt, wo uns der Dread-Typ quasi erklärt, hier unten gibt es übrigens ein Fast Travel. Mhm. Die Cutscene wird aber nur angespielt, wenn Robin eine Grounded Position hat, also wenn die quasi auf dem Boden irgendwo ist. Genau, und wenn wir an der Leiter sind, zählt es nicht als Grounded und damit wird die nicht abgespielt. Lustig ist aber, dass wenn wir einen Charge-Shot nach oben schließen, dass der Charge-Shot quasi als Grounded zählt. Oh. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall wird so die Cutscene ausgelöst. Hm. So. Und dadurch können wir da trotzdem weiterspielen, sonst wäre das immer ein Softlock. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Endboss. Jetzt geht es gerade Schlag auf Schlag. Kurz warten. Tuk, sonst backt er hier. So. Yo. Ja, ganz schön spektakulär. Ja.
So, da ist unser Bruder auch wieder. Der hat nicht nur sein Haus, sondern auch seinen Onkel verloren. Ach, Scheiße. Das ist aber nicht das Schlimmste, was ihm passiert. Es geht noch weiter. Der ist noch lange nicht am Ende seiner Reise. Ah, eine Schwachstelle in der Säge. Oh nein. Eins, zwei und rum. Auch witzig, der fährt nur so lange schnell, wie man selber auch aufgeladen ist quasi. Mhm. Oh, cooler Boss-Fight. Ja, oder? Wie viele Energieleisten hat er denn? Pro Herz eine Leiste quasi. Ich find's auch nett, dass er auf uns wartet, bis wir aufgecharged sind. So. Nice. Wir sind aber noch nicht ganz durch. Kommen zur Phase 2. Die Phase ist ganz leicht an den Metroid-Boss angelehnt. Ich schieße deswegen, weil er normalerweise quasi aus der Erde Boulders rausholen würde. Die können wir verhindern, indem wir auf ihn schießen. Und jetzt drängen wir ihn einfach mal schön brav weiter zurück. Nicht in die Lava. Also der Bruder sieht schon aus wie der Vater, ne? Hat die gleiche Frisur. Ziemlich, ja. Aber ist, glaube ich, anders. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. So, und dann. Nice. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil im ganzen Run, dem Tower. So, genau, wir werden hier runtergehen. Wo sind die denn hier? Wir sind im Shockwoods, genau. Wir werden jetzt von Royal, den wir vorhin schon in der Wüste gefunden haben, verraten. Und uns werden alle Sachen abgenommen und wir müssen uns jetzt quasi stealth-mäßig in diesem Turm bewegen. Och, und müssen schauen, dass wir unsere Sachen wiederfinden. Schönes Gear. Normalerweise bei solchen Spielen nimmt man das einen am Anfang weg. Ja, hier macht man es mittendrin. Erstmal sammelt man es und dann wird es wieder abgenommen. So, mein genau. Hier ja können wir aber... Können. Alles skippen. Wir skippen quasi den kompletten Raum dadurch, dass wir den Boost am Anfang mitnehmen. Und können uns hier gleich mal unsere Branch wiederholen. Hallo. So. Da haben wir unsere Branch wieder und damit können wir jetzt halt weitermachen. Ist jetzt die Standard-Branch oder noch die upgegradete Elektro? Die upgegradete und okay. Wir bekommen gleich noch ein Upgrade für die. Okay. Genau. Wichtig ist auch, wir haben zwei Schlüssel mitgenommen aus dem vorherigen Bereich, die wir eigentlich nicht haben dürften. Normalerweise müssten wir alle Schlüssel abgeben, aber durch den Skip mit den Fischen und durch den Quantum Leap haben wir uns die quasi aufgehoben und können damit jetzt hier so eine Art Sequence Break machen und können zuerst die ganze linke Seite des Turms machen, dann die ganze rechte. Genau, und dadurch können wir einige Sachen überspringen, unter anderem einen Zwischenboss. Mhm. Genau, als allererstes müssen wir einmal ganz nach oben. Auch ganz nett hier. This game is too linear for skips und watch out for softblocks. Ja, natürlich. Ja, ist gut. Also, man kann sich schon denken, der Entwickler wusste schon, dass sie hier irgendwie entlang kommen könnte. Also, so linear sieht das Spiel gar nicht aus. Nee, was überhaupt redet der denn da? Wir wollen schnell entmutigen. Mhm. Aber den gibt's ja Skips. Oh. Wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt's die ja schon. Ja. Aber Skips sind so wie Bielefeld, ne? Ist das oder nicht? Ja, weiß ich. Man weiß es nicht. Wenn ich sehe. So, jetzt holen wir uns unsere Waffen zurück. Und dann gehen wir auf Schlüsselsammeltour. Und befreien unseren Bruder und die Mina aus dem Knast. Oh. Moment, ich möchte bitte meinen Fast Crawl haben. Dankeschön. Ja. Er kriecht denn schon noch mit normaler Geschwindigkeit? Ja, ekelhaft. Ja, eventuell werden wir es nachher mal machen müssen, je nachdem, ob ich den Gunboost erwische. Man kann nämlich auch einen Gunboost machen bei den kleinen Dingern, aber das Fenster ist so klein, dass man das schafft, dass es sich halt nur lohnt, wenn man wirklich lange krabbeln muss. Sonst macht das eigentlich keinen Sinn. So, dann einmal hier.
einmal hier aufmachen, dann hier rüber. Sonst machen wir es halt eben mit dem Dodger, was auch mit ein Grund ist. Mhm. Warum wir uns den holen, damit wir durch diese Dinger schneller durchkommen. So, jetzt hat Swagshot. Mal schauen, ob er klappt. Ja. Yes. Okay, was ich hast du da abgeknallt? Ganz drüben ist eine kleine, so ein kleiner Stopper, den wir aufmachen müssen, damit wir nachher, auch wenn wir auf der rechten Seite des Turmes sind, hochkommen. Sonst müssten wir, sonst müssen wir erst einen kleinen Miniboss bekämpfen, damit wir da durchkommen. Mhm. Und wir können auch von der Seite schon unsere Waffen holen und so, deswegen. Und normalerweise könnte man auch vorlaufen und es dann halt sicher, den Shot sicher treffen, aber. Man kann auch mal ein bisschen was zeigen. Mhm. Ist schön, wenn es klappt. Das sieht sehr labyrinthisch hier aus, diese Area. Ist sie auch. Also es ist auch anders gedacht tatsächlich. Natürlich ist es anders gedacht, weil man macht einen Speedrunner schon mal das so, wie es eigentlich gedacht ist. Aber ich glaube, casual kann man hier sehr viel Zeit verbringen. Ja, aber es macht auch Spaß. Je nachdem, ob man sowas Bock hat. So, genau, das hilft uns jetzt auch hier, dass wir die Schlüssel schon haben. So, jetzt haben wir die zweite Wrench, die Galvanized Wrench. Jetzt können wir unsere Raketen und unsere Bomben mit Strom aufladen. Mhm. Und dadurch den Strom auch noch auf weit entfernte Objekte quasi übertragen. Genau, und jetzt gehen wir rüber auf die andere Seite des Turmes und holen uns da die restlichen Schlüssel. Weil wir brauchen, wenn wir den Turm verlassen, brauchen wir wieder zwei Schlüssel, weil die uns dabei helfen, bestimmte längere Puzzle zu skippen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das macht. Der eine Grund ist, weil man hier halt eben Sequence Break machen kann. Der andere Grund ist, weil man sich später unfassbar langsame Schlüssel spart. Mhm. Genau, so, jetzt sehen wir es gleich hier, da, jetzt kommt's. Das habe ich gerade eben aufgeschossen mit dem Shot. Das war das Ding. Okay. So, jetzt benutzen wir auch gleich mal die Ding. Das ist mein Wrench. Schießen das ab, gehen hier rüber. Ups. Schießen eine Bombe runter. Die öffnet die ganzen Dinger. Ah. Und jetzt noch einen Schlüssel. No. Also man kann, wie gesagt, man kann da sehr viel auch mit Rätseln machen in dem Spiel. Im Speedrun skippt man die halt meistens. Na, dann gehen wir noch hier runter, holen uns da auch noch einen Schlüssel. Wo ist die große Theaterhalle hier? Ja, es ist der Bossraum, ne? Kommst du darauf? Sieht nicht aus wie ein Bossraum. Nee, überhaupt nicht. Nee, es ist tatsächlich nicht der Bossraum, sondern da wird eigentlich ein Theaterstück aufgeführt. Verdammt, ich lag vorher richtig. Nice. So. Zwischengegner erledigt. Brauchen wir uns jetzt den Tower Cell Key. Damit können wir uns unsere Freunde befreien. Dann können wir den Turm hinter uns lassen. Ja. Genau. Ja, und die Reise, ja. Im Englischen gibt es einen Spruch, it only costs an arm and a leg. Und das mit dem Arm ist wörtlich zu meinen. Unser Bruder wird jetzt nämlich dann gleich seinen Arm verlieren. Oh. Naja, aber er hat ja auch kein Haus, also ja. Brauchst du wahrscheinlich auch kein Haus, keine Familie, nichts genau. Mehr. Also brauchst der Typ ist nicht am Arsch. Was will er denn damit? Genau, der hängt doch nur rum. Ist ja angenehmer, wenn du auf der Seite schlafen willst, ne? Ja, ist viel besser. Also, was denkt man nie? Muss auch mal die Vorteile sehen. Ja, natürlich. Du sparst mindestens ein Drittel Jackenbudget vom Stoff her. Ja, kannst du aus den Dingern so, wiegst mal weniger, kurz, nimmst du ab. Stimmt, hast abgenommen. Kurze Intermission. Ich dachte, den hast du fertig gemacht. Der taucht dann nachher nochmal auf. Hat er sich nicht gefallen lassen. Eigentlich muss man den dreimal bekämpfen, aber einmal haben wir komplett geskippt. So ein bisschen Terminator-Szene, so im Fahrstuhl. Mhm.
Und wenn wir jetzt halt alle Dinge aktiviert haben hier, dann müssten noch zwei Schlüssel übrig bleiben. Perfekt, alles richtig gemacht. Die UI zeigt nämlich immer nur drei Schlüssel maximal an, aber das Spiel erlaubt auch mehr Schlüssel zu haben. Oh, schade, leider nicht geklappt. Ein zweites Mal lohnt sich nicht, deswegen dodgern wir einfach hier durch. Roll, roll. Keep rolling. Rolling, Keating. So. So, wunderbar. So, da liegt unser Bruder, da neben liegt sein Arm. Oh. Und wir sind durch mit dem Tower. So, Cutscene, ein paar Cutscenes zum Überspringen. Kommt da jetzt wenigstens ein Robo-Arm oder so? Weiß man nicht. Bis zum Schluss nicht. Vielleicht danach, aber. So, hier, ups, ich glaube, ich klappt nicht. Ja, nee, war ein bisschen zu nah. Darkrooms, Igitt. Ja, vor allem, weil hier noch so kleine Spikes überall sind. Mal schauen, ob wir diesmal. Nein. Also normalerweise, das ist wahrscheinlich schon ein Sequence Break. Du brauchst wahrscheinlich sowas wie eine Lampe oder so, ne? Naja, du könntest sie, eigentlich müsstest du nur die Dinge aufladen, deine, deine Wrench, und dann hättest du eine Lampe. Okay. So, hier speichere ich auch nochmal, weil für den Ding habe ich nur eine Chance, immer. Aber das Aufladen kostet wohl Zeit, deswegen lieber im Dunkeln machen. Genau, ja. Keine Zeit. Ah, okay. Ah, oh, schade. Ich war nicht hoch genug. Aber nicht aber so schlimm, nice deswegen aus. Speichere ich davor. Weil ich glaube, man müsste relativ weit laufen, bis man einen zweiten Ding bekommt. Deswegen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil die Fledermaus schon wieder auf dem Weg nach unten war und dann. Ja. Jetzt so. Nice. So. Damit haben wir den kompletten Raum geskippt und können gleich zum Endgegner gehen. So, da steht er schon wieder, unser Freund, und macht uns gleich nochmal Ärger. So. Da schauen wir mal, ob ich den One-Cycle erwische bei dem Boss. Ein bisschen, ist so ein bisschen Hit and Miss leider. Schauen. So, und? Okay, einmal schon getroffen. Schauen wir, ob das zweite Mal noch klappt. Nee, okay, zu langsam. Und ein Stückchen länger aufladen müssen, sehr ärgerlich. Was ist denn das da oben? Das ist ja eigentlich ein Gegner, ne? Wahrscheinlich. Genau. Und dann ist die Puppe. Ja, man sieht's ein bisschen, ne? Ja. Du musst ja an Zini denken, von Spaß am Dienstag. Ja. Der Typ sieht eher aus ein bisschen wie Freezer. Da unten. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Der Zini hat dieses Stocken auch, ne? Das Nachziehen. Aber das ist mir auch wieder mal ziemlich cool gemacht, so. Also die echt sehr schöne, fantasievolle, kreative Endkämpfe immer. Definitiv. Es gleicht sich auch kein Endkampf. Also allgemein muss ich sagen, das Spiel, Kudos an den Entwickler. Definitiv, der hat das richtig gut gemacht. Umso mehr freut es mich, dass ich es ja hier zeigen darf. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja dann noch den einen oder anderen, der sagt, hey, schaut eigentlich ganz cool aus. Na, uns freut es auch, dass wir so ein tolles Spiel hier auch zeigen können. Ja, und vor allen Dingen kennt ja wirklich nicht jeder. Und wenn man mal was Originelleres sucht, so zum Speedrun, wo nicht so viel Konkurrenz vielleicht auch ist, ist man hier, glaube ich, ganz gut dabei. Das ist auch so ein Spiel, wo man auf den ersten Blick sieht, dass es total viel Spaß machen könnte, wenn man es selber spielt. Ja. Und es sieht sehr geil aus. Jetzt sind wir im Celeste-Part angekommen, den Berg auf, ne? Ja. Na komm. Do it. Okay. Komm. Ah. Ich will ihn eigentlich nur, eigentlich muss man es nicht machen, ich will ihn nur weghaben, weil er mir sonst später noch die Nerven geht. Denn wir müssen den Berg wieder runter und nochmal rauf. Das ist so ein bisschen, ja. Okay. Die Sequenz, die mir am wenigsten gefällt, tatsächlich. Aber es ist Geschmackssache. Nur langsam aufpassen. Noch draufgehen. Grundsätzlich ist das Spiel sehr fair, was Rücksetzpunkte angeht. Wenn man zum Beispiel bei einem Boss stirbt, darf man direkt bei dem Boss wieder anfangen.
da finden wir jetzt die, also im Endeffekt ist es so, dass er hier hat einen weißen Kittel an. Mhm. Es werden nämlich Experimente durchgeführt an Kindern, die werden mit ganz viel Ivory wird ihnen injiziert, mhm, und entweder sie quasi sie überleben die Prozedur, ihnen fehlt danach etwas, also sie mussten etwas quasi opfern, oder so wie er, sie kommen einfach unbeschadet raus und haben dann eben Superkräfte. Okay. Genau. Ach, sehr gut. Genau, und diese Agenten, die wir vorher gesehen haben, die waren diejenigen, die halt so unfortunate waren, denen halt was gefehlt hat. Mhm. Ja, der eine offensichtlich hat ein bisschen Probleme mit den Augen. Und den anderen Agent, den sehen wir später nochmal, für der fehlen die Arme. Das war diejenige, die dem Bruder den Arm abgerissen hat. Ah, okay. Wie denn ohne Arme? Naja, die hat Roboterarme. Ah, okay. Ah. Aber das sie Thema neidet alles jedem seine Arme. Ja. Sag ein. Armneid, ja. Oh, come on. Jetzt. Wo bist du? Da, okay. So, jetzt kommt dann gleich Autoscroller-Boss. Leider kommt auch das Spiel nicht ganz ohne Autoscroller aus. Hey, wir lieben Autoscroller. Ja, ich könnte auch einfach die neue Route runnen, da könnte ich den skippen, ja, aber ist ja nicht so. Nee, lieber nicht. Ich finde auch, dass man die neue Route kann man dann auch besser wertschätzen ein bisschen oder besser nachvollziehen, wenn man die eigentliche kennt. Mhm. Wenn man dann eben sieht, was nochmal alles geskippt wird. Genau, also jetzt hat es, ja, so, Time for Donations, Frage-Antwort-Zeit, keine Ahnung. Okay. Ist das jetzt so ein Safe-Spot, wo du gerade bist? Ja, ich weiß gar nicht, ob der Boss überhaupt irgendwas machen kann zu dem Zeitpunkt, weil der Royal hier gegenüber, der versucht, den Aufzug nach oben zu heben, weil der ein bisschen festhängt. Ah, okay. Genau, das Einzige, was wir machen müssen, ist halt immer wieder den Boss mit ein paar Dingen nach unten bringen, dass er nach unten bleibt. Und das ist alles, was wir machen müssen. Die Plattform fährt automatisch. Nur oben müssen wir darauf aufpassen, dass wir die Wege öffnen, damit wir da durchkommen, sonst würden wir zerquetscht werden. Aber das war's auch schon. Und danach kommt nochmal ein kleiner Autoscroller-Teil, wo wir uns nach rechts bewegen. Und dann ist der Boss auch fertig. Das ist ja prall. Die Area verändert sich. Ja. Offensichtlich kann die Maschine das. Warum genau, weshalb, deswegen. Ich habe es zwar casual durchgespielt, aber ich habe es vergessen. Vielleicht. Ich glaube, es wird sogar erklärt. Das ist nur eine Illusion. Ja, der komplette Planet ist gebaut von diesen Maschinen. Hm. Ja. Wüste ist nicht natürlich entstanden und alles. Hier kann man auch so ein bisschen den, es gibt so einen kleinen Trick, mit dem man sich ein bisschen Zeit sparen kann, indem man die Wrench-Animation cancelt. Mhm. Das kann man hier ganz gut üben eigentlich. Man macht die Wrench quasi und in dem Moment, wo man drückt, drückt man gleichzeitig noch eine andere Taste, nach rechts zum Beispiel, und dann wird die Animation gecancelt und man kann gleich weiterlaufen. Er ist aber ziemlich lahm. Sie macht zu. So. Da unten. Ah, okay, fertig. Jetzt, wir müssen nur bis zur obersten Ebene kommen, dann geht's weiter. Ist das dein Herz in der Mitte? Das ist die Lebensform, die quasi von der Maschine Besitz ergriffen hat. Okay. Damit hat es auch was auf sich. Ja, frag mich nicht. Weiß nicht mehr genau, was es war. Es hat auch was mit dem Gott zu tun. Der kann die quasi erzeugen. Also das Spiel scheint düsterer zu sein, als es aussieht. Ja, definitiv. Die Story also vor allem. Es hat auch einige Implikationen. Und was ich aber ganz cool finde an der Story, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass es halt nicht nur so, dass halt auch so ein bisschen ambivalent auch betrachtet wird. Nicht nur schwarz und weiß, sondern halt eben auch wichtig ist, dass man die Perspektive immer mit betrachtet. Mhm. Genau, weil zum Beispiel eben die Mina aus dem, von den Öko, von der Öko-Ding,
die sieht es halt alles nur aus ihrer Sicht. Und der Bruder von der Robin sagt zum Beispiel, ja, du musst halt auch die Sicht von den Leuten sehen, die in der Stadt wohnen. Die wollen ja nicht unbedingt immer was Böses so machen. So, jetzt kommt der Part, wo wir selber spielen dürfen. Beim Boot. So. Jetzt sind seine Klingen weg. Und fertig. Yo, nice. Der klingt doch nicht so gut. So, dann hätten wir die, hätten wir den Boss geschafft. So, jetzt dürfen wir kurz hier hochgehen. Cutscene-Trigger. Erledigt. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Und müssen zum Fast Travel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum. Es hat auf jeden Fall was Spielmechanisches. Das Wichtige ist, dass wir hier quasi einmal den Fast Travel auf jeden Fall verwendet haben. Mhm. Und das Spiel zwingt uns jetzt dazu. Indem es halt sagt, okay, du kommst hier nicht weiter, du musst erst was anderes erledigen. Ist jetzt halt für den Speedrun ein bisschen schade. Also das ist so ein Segment, ich glaube, das, wenn man skippen könnte, wäre keiner traurig drüber. Mhm. Aber bisher hat es noch keiner gefunden, wie es tatsächlich funktionieren würde. So. Aber jetzt ist nämlich hier war vorher das Boot, das ist jetzt weg. Haben wir gerade im Endboss-Fight gesehen. Mhm. Jetzt können wir hier runter und können hier unten gleich in den Fast Travel rein und dann wieder zurück nach Shockwoods, wo wir ein paar Cutscene-Trigger und den Boss abholen und dann geht's wieder zurück hierher. Jetzt haben wir Mina wieder dabei, die war in dem Schneeanzug. Mhm. Ah, okay. Die hilft uns auch bei dem Boss. Auch witzig ist, dass wir immer darauf achten, während dem Speedrun, dass Mina möglichst pissed auf uns ist, also dass sie uns nicht mag. Okay. Weil sie sonst beim Endboss kommen würde und helfen würde und das ist langsamer und das wollen wir nicht. Moment, ich helfe dir. Na, passt schon. Ja. Lass gut sein, nee, ich will nicht. Aber haben wir mal die Metroids hier. Die Stacheligel oder wie die heißen. Jetzt müssen wir quasi den ganzen Weg zurück zu dem Tower gehen. Dort eine Cutscene triggern und dann wieder in die andere Richtung laufen, den Endgegner machen und dann geht's wieder in der eigentlichen Ding weiter. Und dann kommt auch ein sehr cooles Gebiet. Ja. Dann brechen wir in den One Concern ein. Hm. Cutscene abgeholt. Und ich glaube, ich habe es noch nie nicht geschafft, dass mich der Gegner hier trifft. So, genau, jetzt kommt der Gegner. Der Gegner ist unsichtbar. Das heißt, was wir machen, ist, wir spielen ein bisschen Hide and Seek. Es gibt hier auch eine Möglichkeit, den schnell zu killen, aber ich nicht geübt. Auch verflucht. Ah. Genau, man muss sich komplett hinter dem Ding verstecken. Wenn man nicht komplett versteckt ist, dann findet er einen. So. So. Und das müssen wir jetzt halt noch dreimal machen. Und okay. Dann ist er weg. Also relativ unspektakulärer Kampf. Am Ende einen kleinen Kniff, aber ja. Strange. Verstecken bei jetzt. Einem Boss. Ja. Oh, und das ist auch selten gesehen oder gar nicht. Außer bei Solid Snake, like, wollte ich gerade sagen. Oh. Metal Gear Solid 3 gegen The End. Oh. Jetzt hätte unsere Shots geblockt, aber wir treffen ihn mit dem anderen Charakter von hinten. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, das gleich am Anfang zu machen. Der Mina, wenn ihn am Rücken trifft, ist er immer sofort tot. Da müssen wir den ganzen Schmarrn gar nicht machen, aber das ist nicht sonderlich konsistent. Deswegen, ja, die langsame Variante, aber dafür klappt es immer. Mhm. Genau. Und weil ich die andere Variante zu wenig geübt habe. So, genau. Und jetzt dürfen wir
wieder zurück und den Berg wieder hochklettern. Aber diesmal ohne Detours, also können wir einfach nur hochklettern und dann geht's weiter. Diese ganzen blauen Truhen sind irgendwelche Upgrades oder nur Material? Das sind nur Material. Okay. Die Upgrades, die findet man im einfach so rumschweben sozusagen. Okay. So wie vorhin, das ich eingesammelt habe, das sehen aus wie so gelbe Baupläne im Endeffekt. Achso, ja, diese Blaupausen. Genau, das sind die Upgrades. Die muss man zuerst finden, dann braucht man noch die Materialien und dann. Aber selbst die hast du vorhin ein paar geskippt, habe ich gesehen. Genau, weil wir brauchen ja eigentlich nur zwei Stück. Mhm. Einen nehmen wir nur mit, weil er halt im Weg ist. Und den anderen, den brauchen wir, weil das der Dodger ist. Mhm. Dafür nehmen wir extra einen kleinen Umweg auf uns auf. Und das war's dann auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Ja, krass. Fleetfoot kann man, glaube ich, sogar immer machen. Also es gibt so ein paar Blaupausen, die hat man von Anfang an. Mhm. So, und dann ist jetzt die etwas langatmigere Stelle auch vorbei. Ah ja, auch ein kleiner Ding, wenn man eine Slope hochspringt, quasi, die nach oben geht, wird man automatisch im Momentum immer komplett gebremst. Was ein bisschen schade ist, weil das meistens eine runter, eine rauf direkt gegenüber ist. Mhm. Mal schauen, dass der Jump dann richtig getimed ist. So, jetzt sind wir im One Concern eingebrochen. Ja, ich würde sagen, die Tür war offen, oder? Ja, mehr oder weniger. Yo, Mexican Robots. Und Roboter mit Boxhandschuhen. Ja, gut. Ja. Mike Dyson. Ist gut, Gregor. Irgendwann kommt das mal. Wenn die Robotertechnologie so gut ist, dass man da Boxkämpfe mitmachen kann, dann bist du Mike Dyson. Also ich würde so ein Mike Dyson 2000, da würde ich meine Credits draufsetzen. Ich habe es vorhin ganz vergessen zu sagen, aber das war jetzt der zweite Schlüssel, weswegen wir uns die zwei Schlüssel holen, weil ansonsten hätten wir ein ellenlanges Rätsel machen müssen. Das haben wir jetzt komplett geskippt. Also die Schlüssel funktionieren für jede Tür, egal was du für einen hast. Genau. Sehr gut. Ganz genau. Die sind nicht so wie in Zelda auf bestimmte Dungeons gemappt oder sowas, sondern die funktionieren einfach an jedem Schloss. Genau. Schlangenroboter, Idiot, wer macht denn sowas? Ich kann den sehen von da. Aber halt, hier geblieben. Ein Roboter mit Schild. Ja, es hat auch so ein gewisses Wonderboy-Gefühl zum Teil auch. Ein bisschen, ja. Es ist lustig, dass sich der Roboter immer erstmal erschreckt. So, boah, so, was muss ich machen? bis das Protokoll dann startet. Ey, da war Battlin. Ja, chillt ein bisschen. Sozusagen, ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Man sieht sie auch im kompletten Run nicht. Hm. So. Jetzt schauen wir mal, wie hier den. Jetzt haben wir einen neuen Shot bekommen. Der macht am meisten Damage. So, das muss man nicht so machen. Man kann auch einfach diesen Block hier verwenden. Aber das sieht gut aus. Genau. Yo, was ist das denn für eine Basically Waffe? Basically, that's it. Die ist nice. Genau, der Shot hat nur Cooldown quasi. Man kann 5 Shots machen, dann wird die Waffe überhitzt. Ah, nicht so geil. Genau, das muss man halt ein bisschen timen, das ist gerade beim Endboss wichtig. Immer 4 Shots und dann kann man aber auf seine Stun Gun wechseln und dann kann man mit der ganz normal weiterschießen, ohne dass sich die überlädt. Okay. Also, passt auch. Genau, eigentlich muss man das so machen. Hier muss man es so machen, es geht nicht anders. Keine Ahnung warum. So, Cutscene überspringen und den Raum auch gleichzeitig noch mit. Aha. Eigentlich ist der quasi dazu da, dass wir unsere Position mit einem Gegner oder eben so einem Gegenstand tauschen. Ah. Genau.
So, da, da. Genau. Jetzt müssen wir hier runter. Normalerweise würden wir nicht weiterkommen, weil vorne die Tür versperrt ist und der Computer sagt einem dann, dass unter einem bestimmten Teil so eine Leiter eben ist, wo man runterklettern kann. Mhm. Bisschen kryptisch. Aber wenn man es weiß, ist ja halb so wild. Oh. Echt jetzt? So. Hier hin. Okay, lustig. Zip. Nice. Skippen wir alles, brauchen wir nicht mehr. Wollen wir nicht. Na, Flut. Aua. So. Let's go. Hier ist zum Beispiel so ein Ding, wo es extrem knapp ist mit dem Dodger. Wenn man den schafft man wirklich nur, wenn man am ganz, ganz knapp hinkommt. So, jetzt hat den Boss, den cheesen wir so ein bisschen. Nacho, hast du das Gefühl, als ob das die Idee vom Entwickler gewesen wäre, weil er halt genau da zum Stehen kommt. Ja. Schlau. Und hier sind nochmal diese Kammern, die wir schon gefunden haben. Das ist jetzt quasi im Endeffekt alles eigentlich Story. Mhm. Wo viel einfach erklärt werden würde über die Welt und so. Und wir sehen aus den Kammern. Genau, aus den Kammern werden hier unten einfach die Reste von den Leuten, die es nicht geschafft haben, reingespült. Mhm. Und isoliert man die Wände dann beim Häuserbau. Wo ist denn der Bro jetzt hin? Nachdem er seinen Arm verloren hat. Den haben wir eigentlich schon wieder aufgegabelt. Der hat sich ein Kostüm übergezogen. Den haben wir vorhin getroffen, als ich eine Cutscene geskippt habe. Und jetzt ist er wieder weg. Okay. Wir sehen ihn, glaube ich, ganz am Ende nochmal. Da sitzt er dann im Haus und ist fix und fertig. Aber gut, wer kann es ihm nachsehen? Mein war doch nur ein Arm, soll sich mal nicht so anstellen. Und ein Haus. Ja, ein Arm und ein Auge und ein Haus und die Familie und. Ja. Auge auch noch? Oh Mann, ey. Ja. Ja, aber er hat doch noch ein Auge. Und noch einen Arm. Müsstest du mal von der guten Seite sehen. Ja, es ist. So hat man Paare davon, ne? Eben. Ersatzteillager sozusagen. Er braucht jetzt auch nur noch einen Handschuh, nicht mehr zwei. Das Problem ist, gewisse Körperteile sind nicht doppelt vorhanden. Darüber weiß ich nichts. Ich rede vom Schnurrbart. Hm. Das ist alles ziemlich straightforward. Da ist nicht viel dabei. Hier die Polung um. Einmal unten. Auch noch mit umpolen und so. Zack. Damit wir hier durchkommen. Viel zu deep für mich. Verzweifelst du wieder bei den potenziellen Rätseln hier. Ja. Yeah. So, nur mal kurz schauen. Ich glaube, jetzt habe ich den Speicherpunkt. Ja, verflucht. Den eigenen Speicherpunkt, den ich nehmen wollte. Okay, jetzt muss ich einfach drauf hoffen, dass der nächste Skip klappt. Der ist auf Salvageable, falls er vom ersten Moment nicht klappt. Ansonsten, ja, wäre das ein bisschen ärgerlich. So, jetzt können wir gegen Black kämpfen. Den anderen. Und da sehen wir auch, sie hat ihre Roboterarme und sie hat ganz eindeutig Anger Management Issues. So. Ja. Das macht sie dreimal, dass sie uns packt und nach unten wirft. Wow. Und es wird immer, wir werden immer auf die Menge von Health zurückgedroppt. Also da kann man gar nichts dagegen tun, das ist einfach so vorgegeben. Oh.
Aber wie convenient, dass danach sofort wieder Health Drop. Ja, das Spiel schon sehr nett. So. Mir die auch geschafft. Die werden wir nachher auch nochmal sehen. Ey, da liegen ja deine Homies. Mhm. Genau, die haben versucht, sich einzumischen. Ne? Die hat sie mal eben ja. Knocked out cold. Ah, dein Bro ist wieder in der Party. Cool. Das sieht nicht besonders hoch aus. Nee, das ist nicht, das ist gar nicht der Bro, das ist Royal. Ach so, ja, nee, das ist der andere Dude. Ja, ja, okay. Genau, ja. So. Ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn ich den zeige, dass ich vorher speichere, aber gut. Wird schon werden. Das wird schon. So, wir haben jetzt wieder einen Quantum Leap vor uns. Jawohl, geschafft. Yo. Und wir überspringen jetzt einen kompletten Level. Oh. Und befinden uns jetzt kurz vorm Ende. Quantum Leap heißt das? Das heißt Quantum Leap, genau. Nice. Ja. Zurück in die Vergangenheit nennt man das. So, wir haben noch einen vor uns. Kurz vorm Endgegner müssen wir noch mal einen machen. Mhm. Da ist aber direkt eine Speierstatue, die ich mitnehme. Und da ist es dann auch, wo dieser Quantum Leap länger andauern wird, also wo der Screen länger flasht. Also falls jemand da irgendwie ein bisschen sensitiv ist oder sowas, am besten kurz wegschauen. Mhm. Weil das kann echt bis zu einer halben Minute flashen, je nachdem, wie gut ich ihn erwische. Aber ich sag noch vorher noch mal Bescheid. So, jetzt kommt Black nochmal zurück. Black 2. So. Hat sich neue Arme geholt, sind jetzt ein bisschen mehr aufgepumpt. Ist so richtig pisst. So, was wir machen müssen, ist die drei Dinge aktivieren, damit der Aufzug wieder fährt. Sonst kommen wir nicht weiter. So, und das Gute ist, normalerweise müsste man quasi mit der Wrench die Dinge aktivieren. Wenn man aber drüber so eine Elektrobubble zündet, dann wird zählt es auch. Das aufgeladen. So, hier speichere ich auch nochmal. Hier haben wir nämlich auch einen kleinen Skip vor uns. Dann schauen wir mal. So. Ne, nicht geklappt. Ja, hier gibt es einen Audio-Cue. Und der Audio-Cue ist kein Audio mehr. Also wenn die Musik okay. aufhört zu spielen, dann habe ich ihn richtig gemacht. Nee. Nope. Ich mash hier einen Dodger, damit ich schneller wieder rauskomme aus dem Bildschirm. Ich bin quasi jetzt out of bounds und werde dann hier wieder in den Bildschirm zurückgeworfen. Mhm. Immerhin kein Softlock. Kann auch passieren, wenn man ihn falsch macht. Ist mir einmal passiert bis jetzt, hat deswegen der Speicherpunkt. Mhm. Weil, ja. Heute mag er nicht so, wie ich das mag. Aber wäre auch zu einfach. Jetzt. There we go. Jetzt hat's geklappt. So. Und was wir jetzt machen, ist, wir fliegen jetzt mit Royal zum Mond, aber erst kommen wir noch schön Moonwalk-mäßig reingeswaggert. Juhu! Nice. So, jetzt sind wir auf dem Mond. Auf dem Mond gibt es andere Physik, wir können höher und länger springen. Aber wir sind auch nur kurz hier. Weil wir wollen uns kurz, er möchte sich mit seinem Gott unterhalten. Ja, wird nicht so gut laufen für ihn. Bin gespannt, wie der aussieht. Yeah. Werden wir noch nicht sehen, werden wir erst beim Endboss-Fight sehen. Mhm. Weil wir überspringen natürlich die Cutscene. Es hat sowieso nur einen kleinen Kniff auf, dann mit dem Gott, aber das sehen wir dann auch noch. So. Jetzt müssen wir ihn mitnehmen, weil die Station kurz vorm Explodieren ist. Genau, und wir können jetzt gegen den Wind sliden, weil wir krass sind.
Das ist eigentlich nur so ein kleiner Ding-Gag. Wenn man quasi den aufhebt und gleichzeitig nach links drückt, slidet sie halt in die Richtung. Mhm. Und man muss nur noch unten gedrückt halten und sie geht trotzdem. Aber das müssen wir jetzt auflösen, sonst würde ich sie ihn hier fallen lassen. Na, dann haben wir es eh schon fast geschafft tatsächlich. Also wir sind gar nicht mehr weit weg vom Ende. Kommt es auch darauf an, wie gut der letzte Skip funktioniert und der Endboss und dann... Let me die, I'm worthless. Was für ein Jammerlappen. Ja, wir werden ihn auch zurücklassen. Gut so. Und ich nehme ihn jetzt noch mit. Erste Linie ist alles. Also sein Gott hat ihn jetzt enttäuscht, sozusagen, ja? Und deswegen Nein, ist er jetzt hat, so... er hat quasi seinen Gott enttäuscht. Ja, ja, oder so. Genau, und deswegen... So, wir nehmen ihn mit, damit wir die Türen aufmachen können, weil ohne ihn gehen die Türen nicht auf. Die Tür ist ein bisschen kaputt leider, deswegen lassen wir ihn hier liegen und gehen ohne ihn weiter. Oh. Und nehmen die letzte Escape-Kapsel. Hey, so. Da waren aber zwei. Das ist so assi. So, da, und jetzt sind wir wieder ganz zurück am Anfang. Genau, hier speichern wir, damit wir wieder zurück können, falls was nicht klappt. So, oh, komm. Das ist so von Geistern verfolgt. Ist auch genug Leute auf dem Gewissen. Ja. Das war wahrscheinlich der Geist von Royal oben vom Mond schon runtergekommen. So. Royal Boo. So, was wir jetzt machen, ist wieder, wir storen die Grounded Position von hier und nehmen die mit rüber. Und das machen wir eben, indem wir hier, okay, das hat nicht geklappt, von vorne. Indem wir dauernd springen, direkt bevor wir aufkommen, also indem wir die Jumps buffern. Das ist lustig hier. Alles hat so eine viereckige Formation, die Blüten, die Bäume. Sehr lustig. Ups, okay, scheiße. Die Taste zu früh gedrückt. Aber nicht so schlimm. Und von vorne an. Ja, Bäume haben keine Blätter, sondern Würfel. Meine Güte. Wäre wahrscheinlich sogar schneller gewesen, ich wäre einfach außenrum gegangen, aber. Du hast da committed, das machen wir jetzt durch. Genau. Das, manchmal ist es einfach so im Hirn, da sagt das Hirn, nein, du musst da durch. Das sagt die Route, da musst du lang. Ne, hat nicht geklappt, leider. Mist. Leider nicht geklappt. Es sind anscheinend mehrere Inputs hintereinander, ne? Ja, es ist im Endeffekt ist es so, du musst, so wie vorher bei dem Quantum Leaps, musst du, deine Waffe aufladen, damit die Transition langsamer ist. Du musst darfst quasi nur kurz immer aufkommen, also musst gleich wieder springen und du musst halt mit einem Dodger rein. Das heißt, man muss Waffe gedrückt halten, nach unten drücken und dann eben noch Wrench, weil das den Dodger auslöst. Mhm. Auf dem Controller hat man es ein bisschen leichter, weil es gibt mehrere Tasten für nach unten. Ah, okay. Und das ist auch mit ein Grund, warum man das Spiel. Gut, noch eins, das gibt's noch nicht. Warum man das Spiel, wenn man nichts mit dem Controller spielt, so wie ich jetzt hat, sondern mit der Tastatur, benutzt man einen Input-Mapper, um quasi einen Controller zu imitieren, damit man diese zusätzliche Taste hat, weil sonst gehen bestimmte Skips gar nicht. Wie zum Beispiel vorhin, wo ich durch diese engen Spalten gesprungen bin, im Tower. Das geht nur mit der Controller-Taste, tatsächlich mit der Ducken-Taste. Keine Ahnung warum. Okay, jetzt hat. Nein! Oh, es hat schon richtig angefangen zumindest. Da war wahrscheinlich die Position nicht richtig gestort. Irgendwo zwischendurch doch gelandet, obwohl ich es gar nicht gedacht habe. Ja, das ist so ein bisschen auch, ja, das ist mein PB-Killer, leider. So weit hinten. Ja, ja. Also kurz vor Schluss, das ist halt eben so der Trick, der ist so. Aber muss auch sagen, dass der ehemalige Weltrekord für die Route, der hat auch nicht den, es gibt zwei Varianten von dem Quantum Leap und der hat auch den langsameren bekommen. Also, ja.
wäre auf jeden Fall noch was drin gewesen. Nee. Jetzt komm. You can do it. So, das klingt gut. Okay, ja. Alright. Okay. Was meinst du wohl mit dem Slashen? Ja, halt genau. Aber das geht ja okay. noch. Also es gibt durchaus schlimmere Games. Ja. Wir haben leider die langsamere Variante bekommen. Okay. Okay, ist klar. Es kann jetzt halt sein, dass es durchaus noch eine Zeit lang dauert. Ich schaue mal ein bisschen auch auf den Timer. Weil es kann sein, dass wir ihn gar nicht erwischt haben. Dann müssten wir nochmal resetten. Ich hoffe es jetzt einfach mal, ich sag mal so, wenn es länger als eine Minute läuft, dann hat es nicht funktioniert. Bei der dauert schon doch deutlich länger. Also wenn der andere so 10 Sekunden ungefähr dauert oder 15, wo es durchgehend flasht, ist der halt so, es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Ja, wir sind beim Endboss. Cool. In der Impact Zone. Das ist ja auch geil. Guck mal, wie das aussieht. So, wir sind jetzt bei den Albträumen. Wir wurden quasi von dem Endboss in den Schlaf gesetzt und er hat uns gespielt, ne? Ja, und er hat uns in Albträume verpasst. Die Albträume sind für jeden Charakter. Das war unser Bruder mit dem halben Schwert. So, jetzt möchte ich den Infinite Wrench Glitch schaffen. Nee, leider nicht. Der ist wichtig, weil wir müssen hier die zwei Blumen nach oben bringen. Und wenn ich jetzt Infinite Wrench hätte, dann wäre ich dauernd aufgeladen quasi. So muss ich halt selber den Wrench betreten. Das ist in dem noch nicht so wichtig. Beim nächsten wäre es wichtig, dass wir ihn bekommen. Das spart ordentlich Zeit. Sollen wir mal schauen. Ne, leider nicht. Leider nicht. Das ist ein sehr relativ genauer Input. Aber gut, jetzt haben wir leider die langsame Variante. Mit den Infinite Shard, dann konntest du direkt beim ersten Mal das Ding wahrscheinlich hochmachen, oder? Ja, nicht ganz, das ist nicht hundertprozentig, aber na komm. Jetzt. Man muss halt nur daneben stehen. Ah, okay. Und die schlägt es halt von alleine hoch. Ach, komm jetzt. Sei doch nicht so. Das haben wir aber gleich. Jawohl. So, letzter Traum. Der ist gleich vorbei. Na komm. Ja. Okay. Albträume gemeistert, jetzt kommt der Endboss. Wir haben noch einigermaßen gut Leben, das heißt, es sollte ganz gut klappen. Ich bin ja auch schon mit deutlich weniger Leben raus und dann ist aber das Gute, wenn man beim Boss stirbt, kann man gleich wieder beim Boss anfangen. Eine letzte Dead Cutscene. Jetzt auch wieder mit Fast Text. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir umarmen unseren Vater oder wir gehen raus aus der Tür. Wir umarmen in den schneller. Den Vater umarmen ist schneller. Und es gibt uns noch einen weiteren Vorteil, weil das nämlich bestimmt ist nicht viel schneller, 2 Frames oder sowas. Also es ist wirklich minimal. Aber es hilft uns beim Endboss. Yo. Das ist übrigens der Gott. Dir sowas mich mal anbeten. Ich hätte jetzt ein Tentakelviech erwartet, aber das ist auch cool. Es wird sogar noch besser. Denn wie immer bei Endbossen, das isn't even my final form. Wobei die nächste Form sozusagen. Eieiei. Er hält sich jetzt sein Auge eigentlich zu, aber wir haben seine Hand abgenommen. Let me take that. Ja, okay. Erste Phase geschafft. Jetzt überspringen wir die Cutscene, die so ein bisschen was erklären würde. Jetzt wird gleich jemand ganz anderes vor uns stehen, den man noch gar nicht gesehen hat im Spiel, und zwar ein Vogel. Oh nein. Und
Birds are Jerks. Ja. Denn dieser Vogel ist ein Alien-Mechaniker, der Ivory, also quasi dieses Elfenbein, braucht, um seine Maschine hier, sein Flugzeug zu betreiben. Und tatsächlich bei Metroid angekommen ist. Der ist ja buffed as fuck. Ja, Mann, der trainiert auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist ein sehr fairer Boss, der droppt andauernd. Klettert einfach nur. Er hat auch keine Flügel, er hat lieber bufft Arme statt der. Ja, genau. Ja, wenn du der macht wie die Affen. Ja. Zu schwer zum Fliegen ist. Ah, sieht schon nice aus. Ich glaube, der kann fliegen, der schlägt aber einfach nur die Luft. Genau, er haut die Luft. Ist super. Das hat mir gerade vor. Ein Reh? Genau, und das ist jetzt der Punkt, der uns das erleichtert, wenn wir unseren Vater umarmen. Wir müssen nur den normalen Blaster verwenden, um die Steine hier aufzulösen. Man schafft es auch mit einem Schuss, aber ja. Wenn das Vogelfutter durch so Proteinpulver ersetzt. Ja, genau. Vom Muggi-Shop. Jod S 1 Million. Komm jetzt. Ach Gott, da ist immer noch einer übrig. Als Blöden. Hol das. Ach komm. Jetzt, okay. Time kommt gleich. Jetzt muss ich noch einen Input machen und dann ist Time. Mhm. Sag dann Bescheid. Also der Vogel war eigentlich ein Imposter, der den Boss quasi den Gott kontrolliert hat quasi, ja? Uff. Genau, also der Gott ist sein Raumschiff und er braucht das Ivory, um mit dem Raumschiff weiterfliegen zu können. Ah, dummes. Und genau. Ja, aber also geiler Tod. Jerks. Jetzt hat sich's erledigt, ja. Jetzt ist er blatt. So. Und Time is coming up soon in. Und Time. Okay. Nice. Wow. 1:32:59. Ein sehr, sehr schöner Run und ein sehr schönes Spiel auch. Ja, total begeistert von allem, was man da sieht. Also, das ist auch sehr zeitkritisch. Es ging nur um Sprit. Ja, am Ende. Der hat Sprit gebraucht. Ja. Ja. Passt wirklich gut in die Zeit. Und wegen dem kann ich nichts mehr braten zu Hause ohne Öl. Genau. Hey. Das mag ich, wenn am Ende von einem Spiel nochmal so die Welt verändert wird. Man sieht, ich hab was getan. Hey, gerade Bäume. Keine Vierecke mehr. Stimmt. Jetzt kann die Natur wieder wachsen. Ja, jetzt kann sie wieder richtig. Die hat die. Und zwar überall. Die war zurückgedrängt und sie bricht jetzt heraus. Ja, vor Freude. Und alle sterben an Überwaldung. Ja, genau. Besonders dieses Reh hier. Der arme Typ, der da auf dem Waldboden gesessen hat und sich nichts gedacht hat, hat jetzt einen Baum im Arsch. Zum Teil ist er Baum jetzt. Ja, nee, aber sehr, also auch in der Kurzfassung, ey, da ist ja enorm viel drin in dem Spiel. Mhm. Ja, oder? Also, es ist eine richtig schöne Geschichte auch, soweit man ihr folgen kann. Es ist total schön animiert, alles irgendwie gezeigt. Es ist echt gut. Komisch, dass man von dem Spiel wirklich nicht so regelmäßig war, so als Geheimtipp irgendwie was gehört hat. Ja. Solche Spiele setzen sich ja meistens dann immer doch durch, ja, in dieser Szene. Sehr, sehr geil. Ja, ist das ein bisschen schade. Genau, um den Run zu verifizieren, müssen wir jetzt noch die Cutscene, also die Endcredits durchlaufen lassen und die Endtime anschauen. Genau, jetzt haben wir noch ein kurzes, jetzt sehen wir noch ganz kurz mal ihren Bruder. Der wartet in ihrem Haus auf sie. Genau, und dann werden am Ende nochmal die ganzen Gegner vorgestellt und wird noch ein bisschen gezeigt, wie sich die Welt verändert. Die zählt die Endtime, ist es irgendwie, wird dann bei Cutscenes angehalten oder ist die signifikant anders als Realtime? Ein bisschen bloß. Es wird quasi, wenn ich jetzt das Game resette, die Zeit, die er noch normal hat, normalen Timer drauf ist, ist da nicht drauf.
Also wenn ich rein und raus gehe, zum Beispiel laden und sowas, genau. Wir können es ja noch weiter durchlaufen lassen, damit wir es nochmal sehen können, aber wir können es ja gerne nochmal dann weiter unterhalten. Also wie gesagt, ey, sehr schön gespielt und auch ein paar knifflige Sachen mit dabei. Wahrscheinlich hast du es schon mal kurz dann erwähnt oder so. Wie lange hast du den Run jetzt schon quasi gespielt und geübt? Also ich glaube, ich habe bis zum ersten Durchspielen, es waren so 6 Wochen, man muss auch dazu sagen, ich bin so 1-2 Mal die Woche bloß dazugekommen, das zu üben. Und ich habe den jetzt angefangen letztes Jahr, so im Mai ungefähr. Mhm. Genau, bis jetzt eben. Wie regelmäßig trainierst du den denn? Oder ist es mehr so, ich spiele es und trainiere dabei parallel, wenn ich gerade mal Bock habe zum Spielen und zum Streamen? Ja, genau. Also ich habe jetzt halt hierfür noch mal ein bisschen gegrindet, um die PP noch ein bisschen runterzudrücken und noch mal ein bisschen aufzufrischen. Und auch so spiele ich immer wieder gerne rein. Das Ding ist nur, nachdem ich halt, also ich habe meistens Abendszeit zum Streamen, so mal für 3 Stunden, und dann sind halt 1,5 Stunden meistens gleich weg. Mhm. Und da geht auch oft nicht mehr als ein Run, weil ich bin danach echt ein bisschen kaputt. Genau, aber so grundsätzlich, ja, also ein-, zweimal im Monat auf jeden Fall. Einfach nur, weil es Spaß macht. Mhm. Ja, wir werden es einblenden, wenn wir mal durch sind mit dem Ingame. Sonst wird es sowieso verdeckt sein nachher im Schnitt, wenn wir die Einblendung machen. Aber wir sagen es sonst auch noch mal gerne in die Videobeschreibung mal reinschauen. Da ist noch mal dein Twitch-Kanal verlinkt. Und selbst wenn du jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden streamst, na, mal vorbeigehen und ein Follow hinterlassen, sollte man auf jeden Fall. Ja, also einmal die Woche komme ich ungefähr dazu. Meistens hat man donnerstags Glück, um mich zu erwischen. Genau, das passt so vom Livestream-Balance dazu. Ja, ja, das kann man verstehen. Genau. So. Guck mal, ein bisschen. Also 1,28 ist es, Service in Game Time. Ja, dann packen wir die Final Game Time dann in die Videobeschreibung. Das passt auch. Kann ich gerne machen, genau. Ja. Sehr, sehr schön. Genau. Ja, dann sagen wir dir nochmal auf jeden Fall danke, dass du uns das gezeigt hast. Und wie erwähnt, wenn du dann mal ein paar neue Sachen hast und gerne nochmal was anderes zeigen möchtest, da haben wir es jetzt auch nochmal direkt eingeblendet. Man kann dich auch bei Twitter dann finden, natürlich, für wertvolle Infos und Tierfotos, keine Ahnung, was du da postest. Wenn man wissen will, wann ich online bin, da kündige ich es meistens an, wenn ich es weiß. Genau. Genau, wir sagen euch da draußen, wenn ihr euch gerne bewerben wollt, wir haben natürlich auch unsere Kontaktadresse speedrandale@rocketbeans.tv oder sonst direkt bei Sia @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Schreibt, bewerbt euch, gebt uns coole Sachen. Ich schmeiß mal ein paar Sachen raus. Hatten wir schon Monster Boy in der Sendung? Hatten wir schon. Wonderboy und Monsterland hatten wir. Nee, ich meine das richtige Monsterboy, das neue. Das hatten wir noch nicht. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee. Das wäre noch was. Mal, wenn du schon 8 Millionen Megamans hier hast, da darf ich auch ein paar Wonderboys oder Monsterboys nochmal haben. Ja, wenn es sein muss. Unter anderem, ja, also schreibt uns gerne und wir bedanken uns dann nochmal bei dir. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht hier, ne? Und alle da draußen können nochmal gerne zuschauen. Ja, und schön, dass wir dich so ein bisschen beeinflussen konnten. Also das ist ja total schön zu sehen, dass du jetzt wahrscheinlich nicht hier bei uns wärst, wenn wir dir vorher nicht Bock gemacht hätten. Total toll. Genau so sieht's aus. Also es ist echt so, ich kann es jedem empfehlen, einfach mal anfangen damit. Am besten ein Spiel raussuchen, das man auch ohne, wenn man jetzt die Glitches nicht schafft, trotzdem beenden kann. Einfach mal einen Run beenden und der Rest kommt dann von ganz alleine. Mhm. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich das so schnell lernen kann, aber ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Bock und ich kann eigentlich nur Danke sagen für die Show und dass ich da sein durfte. Und wenn ich wieder mal was habe, dann komme ich gerne wieder vorbei. Gerne doch. Der Dank ist auf unserer Seite, ja. Genau. Und der Dank natürlich auch an euch alle da draußen. Schaut gerne vorbei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Speedruns bei Speedrandale. Und wir sagen Tschüss. Bye-bye.